Hey Leute, hier ist Super Extreme und heute geht es um Generationentrends, besser gesagt um Zeitungen, Klatschblätter und Religionen. Was ist mit Generationentrends genau gemeint? Ich meine damit Verhaltensweisen, die die Generation der 60er oder 50er, 60er Generation oft zeigen. Beispielsweise ist es das Zeitungslesen und dass Zeitungen so einen hohen Stellenwert haben. Ja, und ich beschreibe Zeitungen immer gerne als Klatschblätter. Also außer es sind reine wissenschaftliche Zeitungen, was es ganz wenig gibt. Ja. In meinen Augen sind Zeitungen Klatschblätter, ne, weil da waren immer irgendwelche Meinungen versucht, als Mainstream zu indoktrinieren, dem Volk sozusagen. Ja, das Volk soll einfach nur konsumieren und bloß sich keine eigene Meinung bilden, sondern schön die Meinung aufnehmen, die in der Zeitung abgebildet ist. Und zum Thema Religion, da habe ich erst vor kurzem eine ältere Frau gesehen, die ganz stolz ihr Kreuz getragen hat, ja, so also als Kette, ein richtig großes Kreuz. Und ich sage immer, Religionen sind oft ein vorgeschobener Stolz. Und die Menschen, die prahlen dann sogar manchmal noch damit und denken sich, sie sind wundertoll, weil sie eine Religion vorzeigen können. Ja, und wie ich in einem anderen Video schon gesagt habe, Religionen sind eigentlich manipulativ, das sind eigentlich Gedankengefängnisse. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass Menschen gerne ihre Verantwortung abgeben, nämlich an ein höheres Wesen oder an was auch immer. Ja, die Menschen in unserer heutigen Gesellschaft übernehmen ungern Verantwortung, ganz ungern. Ja, sie geben sie gern an Religionen, an irgendein übersinnliches Wesen oder an irgendeine Ideologie ab. Moderner Feminismus sei hier genannt. Ja, und wie Dieter Nuhr schon gesagt hat zu Religion, und ich mag Dieter Nuhr sehr und auch sein Spaß, den er immer macht, und seine Art des Humors. Er hat mal gesagt, dass die Menschen, also zu Religion hat er gesagt, die Menschen glauben einen Scheißdreck. Und so ist es. Die Menschen glauben wirklich einen Scheißdreck. Egal, es gibt für jeden Blödsinn, gibt es Menschen, die das auch glauben. Es gab zum Beispiel mal eine Glaubensrichtung, die hieß irgendwie so Heaven's Gate oder so. Und das waren ungefähr 30 Leute, Anhänger, die davon überzeugt waren, dass Selbsttötung gut ist. Ja? Also die von Selbsttötung überzeugt waren. Ja? Und ich möchte nichts gegen Selbsttötung an sich sagen, also gegen Suizid oder so. Ja? Wenn das jemand macht, dann hat er sich das in der Regel gut überlegt, und ich bin der Letzte, der darüber irgendein Urteil fällen kann oder dürfte. Ja, niemand sollte das. Jeder hat selbst die Entscheidung dafür, ob er leben möchte oder nicht, oder was er machen möchte oder nicht. Ja, da hat man nicht reinzureden, da hat auch keine Religion reinzureden, meiner Ansicht nach. Ja. Aber jetzt bei dem Heaven's Gate, die Menschen haben sich ja nicht umgebracht, weil sie einfach frei das für sich entschieden haben, sondern weil sie gläubig waren. Sie haben sich aus dem Glauben heraus umgebracht. Und das finde ich, das ist so total verrückt, oder? Das ist so wahnsinnig. Das ist, und so weit geht der Wahnsinn. Aber bei Religion, da blenden wir den Wahnsinn irgendwie aus. Da ist, wie wahnsinnig und verrückt eine Religion ist, das erkennen die eigenen Anhänger meistens nicht. Die erkennen es nur bei anderen Religionen. Ja. Die vom Islam Anhänger sind, die sagen, oh, die vom Christentum, guck mal, was die Verrücktes machen. Oder guck mal, die von Scientology, was die Verrücktes machen. Und die bei Scientology, die sagen, oh, guck mal, die bei Islam, was die Verrücktes machen. Ja? Und erkennen aber nicht, dass sie selbst an total verrückte Sachen glauben, die nicht bewiesen sind und aus der Luft gegriffen sind. Nur wenn es eben, wie Dieter Nuhr schon gesagt hat, wenn es eben viele Menschen glauben, dann wirkt es nicht mehr so verrückt. Ja, wenn es genügend andere Menschen drumherum gibt, die das auch glauben, dann denkt man, oh, dann ist er doch nicht so verrückt wohl. Ja. Leider. Und zu den Generationentrends, also die Menschen sind irgendwie, und Zeitungen ist auch eine Form von Verantwortungsabgabe, wenn man das so in Übermengen konsumiert und das als so wichtig vorgeschobenen Stolz trägt, wie ähnlich diese Frau mit diesem Kreuz für die Religion. Ja, das ist eine vergangene Generation sozusagen, oder eine ältere Generation, sag ich mal so, die 50er, 60er Generation, die es gewohnt ist, Verantwortung abzugeben, anstatt eigene Verantwortung zu übernehmen, und die auch darauf konditioniert wurde. Und ich hoffe, dass die Menschen aus unserer Generation jetzt oder meiner Generation fortschrittlicher sind und sowas lossagen und sich von sowas wie Zeitungen, die Klatschblätter sind, oder von Religionen freisprechen, loslösen können.
Ja, es ist ganz wichtig, loszulassen. Da wollte ich auch noch ein Video dazu machen. Dass wir lernen, loszulassen von solchen Sachen und fortschrittlich zu denken und neue Ideen zu formieren und nicht nur das zu machen, was alle machen. Ja, das machen nicht viele Leute. Viele Leute machen gerne Copy-Paste. Ja, anstatt selber was zu erschaffen, ja, machen sie gerne Copy-Paste, schauen bei anderen, wie machen es die denn? Und dann mache ich es einfach gleich, so wie man es eben immer gemacht hat. Ja, so ist doch gut, stimmt's? Ja, das war jetzt Sarkasmus. Ich hoffe, das hat jeder gemerkt. Deswegen geht euren eigenen Weg, ja, fällt eure eigenen Entscheidungen und habt eure eigene Meinung und vertretet die auch öffentlich. Ja. Vertretet, steht dazu, seid nicht ein Teil des Duckmäusertums, wie ich es in einem anderen Video schon gesagt habe. Okay, so viel zu diesem Thema. Ich hoffe, euch hat es gefallen und in dem Sinne bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.